Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um das Last One Laughing Halloween Special. Jetzt gibt es 3 neue Folgen, wieder in einer Teamkonstellation, allerdings alles ein bisschen kleiner. Wir haben unter anderem die Kaulitz-Brüder mit dabei, Mirja Böß, Thorsten Sträter, Paulina Roginski, Olaf Schubert, Annette Frier und Sascha. Und man muss sagen, der Cast ist eigentlich recht unterhaltsam, funktioniert in den ersten 2 Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, auch ganz okay. Allerdings muss man sagen, so richtige Comedians, bis auf Thorsten Sträter, sind so nicht dabei. Der Rest, so Mirja Böß und Annette Frier, sind ganz nett. Olaf Schubert auch, aber das ist so alles sehr, sehr marginal. Es gab vielleicht in den ersten 2 Folgen so, wenn man zusammenzählt, positiv, fand ich 3 richtig gute Lacher. Und da muss man sagen, waren alle anderen, oder das Weihnachtsspecial und alle anderen Staffeln deutlich stärker vom Cast her, von der Besetzung her. Hier ist es leider ein bisschen mau. Es gibt zwar nette, ja, Halloween-Gags und sowas, aber das ist insgesamt nur nett und nicht überragend gewesen. Deswegen, ich muss sagen, dieses Special hier am Ende war unterhaltsam, aber es hat mir zu wenig besonders gemacht. Der Cast ist nicht gut genug und die Gags waren leider nicht gut genug geschrieben. Und das ist echt schade. Ich glaube, die 3. Folge wird es hier auch nicht rausreißen. Deswegen, meine Empfehlung tendiert hier eher so, man kann es weggucken. Dafür extra Prime lohnt sich leider nicht, denn da ist einfach zu wenig dahinter, da eher vielleicht warten, bis Staffel 6 rauskommt. Die wird bestimmt kommen. Dementsprechend am Ende, ja, sind wir bei wahrscheinlich einer Wertung von so 2 von 5 Punkten. Ich glaube nicht, dass es wirklich höher gehen wird bei dieser Staffel oder bei diesem Special, weil es war mir einfach ein bisschen zu wenig. Der Humor, die Gags, das hat nur ganz marginal funktioniert. Liegt hauptsächlich wahrscheinlich am Cast. Ich fand die Kaulitz-Brüder da fast noch am unterhaltsamsten. Dementsprechend, das war es soweit mit diesem kleinen Preview oder dieser kleinen, ja, Review. Also am Ende ist es ein nettes Special, das könnt ihr euch angucken. Mehr ist es aber leider nicht. Dementsprechend schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, bis dahin, ciao, immer schön weiter zocken.